Willkommen zurück, ihr Lieben. Ich befinde mich in einer wunderschönen Schneelandschaft. Und zwar machen wir heute die nächste Quest, die schon ziemlich lange her ist. Und zwar hatten wir damals eine Nachricht bekommen gehabt, relativ früh auch, zu einer Einladung zu einem Abendessen. Und zwar ist es die Mission Gäste zum Abendessen. Ich war hier, glaube ich, auch schon mal hingelatscht, aber das hat irgendwie mit dem Level überhaupt nicht zusammengepasst gehabt. Das ist ja auch aus der Anniversary Edition. Und man kann ja, glaube ich, erst ab einem gewissen Level hin, sonst ist man einfach am Arsch. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin nur hier hingegangen und das war's. Das ist ja auch noch alles auf. Die Quest würde ich heute machen. Wir gucken uns das Ganze mal an. Es ist auf jeden Fall irgendein Abendessen, Bankett. Schauen wir uns die Sache an. Das sieht doch hier auch sehr idyllisch aus. Ja, doch, sieht so auf jeden Fall idyllisch aus. Also schön gemoddet ist es auf jeden Fall. Legt euch lieber hin. Ihr seht nicht gut aus. Ich weiß, es ist mein Talent, was ich so habe. Das auf jeden Fall. Ja? Ja. Ach, der ist da drin, mit dem ich reden soll. Okay. Ja? Ja. So, ach, da ist er. Okay, reden wir mit dem Kellner. Ja? Könnt ihr mich zu meinem Tisch geleiten? Wir wollen ja schließlich Abendessen, also gucken uns den ganzen Lachs mit den anderen Gästen hier doch mal an. Natürlich. Die sind gerade einfach hinter mir aufgetaucht, oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ich bin allerdings ein bisschen krank. Ich bin geschwächt. Bedenkt das. Ja, okay, Vampire sind hier auf jeden Fall. Sehr fantastomanisch. So. Was ist denn hier eigentlich alles? Ich kann es nicht gucken. Und wir sind hier ein paar Maschinen. Und der setzt sich nicht hin? Da, supi. Ich soll nicht den Teller nehmen. Ich soll die Nachricht bitte laut lesen. Na, dann lese ich die doch laut. Wenn das schon so explizit da drin steht, dann machen wir das doch. Wenn ihr dies lest, bin ich tot. Deshalb müsst ihr euch meinem Trinkspruch im Geiste vorstellen. Aber kommen wir zunächst zum Geschäftlichen. Da ich über keine lebenden Erben verfüge, habe ich entschieden, dass ich euch das Herrenhaus vermache, vorausgesetzt ihr beendet die letzte Mahlzeit. Wenn ihr sicherlich wisst, wie ihr sicherlich wisst, habe ich Abendgesellschaften über alles geliebt und zu meiner letzten Abendgesellschaft habe ich einige Freunde eingeladen. Verin, uns verbindet eine lange und furchtbare Geschäftsbeziehung. Doch ihr habt die Bücher gefälscht, um euch einen größeren Anteil zu sichern. Denkt nicht, ich hätte es nicht bemerkt. Marina, ihr wart meine erste Liebe, aber auch mein erster Fehler. Denn eure Liebe gehört nicht mir allein. Das habe ich euch nie vergessen. Da ist jemand fremd gegangen. Ygritte, ihr wart meine Beschützerin und teilweise sogar wie eine Tochter für mich. Aber eine Tochter würde niemals versuchen, ein Erbe zu stehlen. Also erteile ich euch eine Lektion, wie ein Vater es tun würde. Liatil, wir haben gemeinsam im Krieg gekämpft und unser Band war in vielerlei Hinsicht heilig. Trotzdem kenne ich die Schrecken, die ihr euch begangen habt, um zu überleben. Damals schob ich sie von mir, jetzt kann ich nicht länger. Galtius, mein alter kaiserlicher Freund, der einst mit mir Wein auf dem Weingut der Sorelli-Brüder in Skingrad trank. Eines Abends hattet ihr zu tief ins Glas geschaut und meine Familie beleidigt. Ich sagte, ich würde euch verzeihen, da ihr betrunken wart, aber ich konnte es nicht. Und zu guter Letzt ihr, Hel, wir sind uns nie begegnet. Ich habe euch aus einer Laune heraus hergebeten. Da, danke dir, es machen viele. Ihr seid mein Überraschungsgast. Eine Chance, das Schicksal meiner Freunde zu verändern. Oder euch daran zu ergötzen. Ihr wisst ebenso wie mein Schicksal in der nächsten Welt, ist es viel zu spannender, wenn die Zukunft ungewiss ist. Und darauf stoßen wir an. Die Getränke stehen bereit. Okay. Wieso stehen die jetzt auf? Jetzt setzen sie sich wieder hin. Na, bombastisch. Alter.
Was ist das denn für ein Level? Was ist das denn für ein Level? Ist das brutal? Na, ich glaube, das schaffe ich noch immer nicht. Das levelt ja auch alles mit. Ich weiß nicht, was ist das für eine Quest? Keine gechillte Skyrim-Quest, so viel steht fest. Ich habe auch generell keine Heiltränke, kann das sein, weil ich mir sowas nicht mehr gekauft habe. Wenn die mir halt jetzt mal mein Leben abziehen, ist halt brutal. Ja, komm. Und es ist auch richtig gut, wenn einfach alle auf mich gehen. Sowas finde ich ja immer richtig her. Muss ich an der Stelle nochmal betonen, auf jeden Fall. Weil sonst... ja, ist das ja schwachsinnig, nicht? Dann lasst mich wenigstens ausweichen, ihr Idioten. Und die anderen sind schon alle tot. Können die überhaupt irgendetwas? Wieso soll ich denn auch den Kellner besiegen, wenn er mal diesen Kack-Vampir-Zauber macht? Naja, ich weiß nicht. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, vielleicht auch nicht. Es ist... Es ist Skyrim, nicht Dark Souls oder so. Ah, ist okay. Dann machen wir das doch. Kein Problem. Zeit. No problem. So, der Kellner geht mir so auf den Sack. Jetzt reicht's. Echt, das macht doch keinen Spaß. Wer sich auch immer das überlegt hat, also sorry. Spiele ich Elden Ring oder was? In welchem Universum? In welchem Universum? Okay, der ist auf meiner Seite. Also einer von den Luschen hat überlegt. Und das ist aber scheiße hier. Auf welches OP-Level ist der denn? Wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Sprich mit den Überlebenden. Dämmer wacht. Von der Dämmerwacht. Jetzt war ernsthaft, das ist von der Dämmerwacht. Mhm. Ja, ich rede gleich mit dir. Ist ja klar, dass nur einer von... von der Dämmerwacht übrig ist. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Aber das wollte ich doch gar nicht machen. Das gehört doch auch nicht dazu. Bestimmt, falls alle anderen gestorben wären, damit es logischer ist. Ach, und hier ist auch alles jetzt zerstört, oder wie? Wenn ich das jetzt richtig sehe, wurde hier einmal alles... Was wollt ihr? Ja, was willst du, außer mich erschrecken? Was gafft ihr so? Die Vampire sind tot und das Testament besagt, das Haus gehört mir. Aber ihr habt eine Schuld zwischen uns geschaffen. Was? Ihr nehmt das. Damit sind wir quitt. Ach, das war's? Vorsichtig! Das ist doch mein Haus. Wenn ich will, latsche ich alles an, was ich möchte. Okay. Da war gerade Blut noch gewesen. Okay, das war einfach nur so eine random Quest, wo man sich mal kurz aufregt, weil irgendwelche bescheuerten Vampire da sind. Das ist mein Haus, ja? Wie geil. Es ist ja so schön aufgeräumt. Das nehme ich doch gerne.
Na, ich schlafe einfach im Sarg, kein Problem. Meint ihr, wenn ich hier raus und wieder reingehe, dann wäre es danach aufgeräumt? Apfel im Schlafrock? Eine Apfeltasche oder was? Nennt man auch Apfeltasche. Nur so nebenbei. Okay, also dieses Haus gehört jetzt mir, ja? Schön. So toll wie das hier aussieht, nehme ich das doch glatt. Dann können wir ja doch noch eine andere Quest machen. Vampirpuppe. Okay, hier können mehrere schlafen. Achso, hier könnten dann die Kinder schlafen. Aha, ich verstehe. Also war die Quest eine Hausquest? Das Haus ist schon ganz schön groß. Ach, hier kam ich ja rein. Ach, hier will ein Garten. Okay. Die wurde hier draußen getötet? Will, wenn ich hier irgendwann zurückkomme, möchte ich, dass das ganze Ding aufgeräumt ist. Das Haus an sich ist schon cool, aber ich fand die Quest jetzt eher, nicht so berauschend. Was hätten wir denn noch? Könnten was aus verschiedenen machen, damit wir das mal fertig haben. Mit Risat hatte ich doch gesprochen gehabt. Der wollte den Mondzucker nicht. Dann finden wir das Mondamulett noch. Das hatten wir ja auch noch auf. Wo auch immer wir hin müssen. Achso, ich habe es noch nicht richtig markiert. Da unten in der Ecke. Nach hier. Riftwachturm. Also nach Iverstadt. Nun gut. Dann gehen wir mal nach Iverstadt und gucken uns die Sache an. Mit dem Mondamulett. Ich hoffe, es ist ein kleiner Dungeon, dass die Folge nicht so lang wird. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir länger unterwegs sind. Naja, torkeln wir da mal hin. Ich bin noch auf dem Weg zu dieser Burgfestung. Sieht zumindest für mich so aus, wo wir hin müssen. Ich habe schon unterwegs so ein paar Sachen erlebt. Irgendwelche random Leute, die mich einfach angreifen, obwohl ich wirklich nichts gemacht habe. Jetzt dachte ich so, ich laber es jetzt mal ein bisschen früher eigentlich, dass ja doch irgendwas Exklusives passiert oder so. Das kann ja passieren. Ich würde da gerne hoch, wenn das geht. Geht. Da müsste es sein. Gucken wir uns die Sache doch mal an. Mit dem Mondamulett. Da müssten ja jetzt Banditen sein und... Okay, es ist einfach nur ein Turm. Das sollte doch kein Problem sein. Manchmal heißt es ja auch irgendwas mit Turm, die Festung und dann ist das etwas... Ist er draußen oder drinnen? Ist er jetzt rausgebackt oder steht er einfach so nah vor der Tür? Ich könnte mit ihm reden. Seit wann kann man mit denen reden? Ja. Ich will da rein. Was denn jetzt? Das war aber eine Überraschung. Was war das denn? Ich glaube, der sollte gar nicht draußen sein. Also... Ich glaube, der war so wirklich durchgebackt. Durch die Tür. Ah ja. So macht man das. Liegt ein Buch? Gehen wir noch nach oben. Da ist noch jemand. Bete zu Stendar, solange ihr noch könnt. Lieber nicht. Hat das gerade für ein Geräusch? War ein bisschen anders als sonst. Okay, schwere Rüstung. Die wahre Natur der Orks. Lesen Sie sich das durch, weil sie... Okay.
Lassen wir das. Mondamulett. Okay, dann bringen wir das zu Kargio. Kargio. Zum Kajit. Zum Kätzle. War gerade eine ganz schöne Tortur, bis ich jetzt nach Winter bin und gerade die Hoffnung hatte, dass sie wirklich hier vor sind. Da sind sie auch und sie wollen schon wieder abhauen. Das ist so schwierig, die zu bekommen. Jetzt lauf doch nicht weg, bleib doch stehen, weil die reißt noch die ganze Zeit. Wie kann ich euch helfen? Umher. So, ich hab dein Amulett. Da ist es. Aha. Meine Heimat. Falls ihr jemals die Fertigkeiten eines Khajiit-Kriegers braucht, wäre es mir eine Ehre, mit euch zu reisen. Mhm. Bis dahin, hier. Das ist für euch, als Zeichen meines Dankes. Kann ich den erst mitnehmen? Oh, ja. Dann geht voraus, Freund. Oh. Gut, ich habe einen Lydia-Ersatz gefunden. Ich wollte aber schauen... Je länger wird euch Himmelsrand reisen. Seid gegrüßt, du Verlassener. Aber hier war doch gerade noch ein Khajiit. Da unten. Ich suche hier Risat noch. Für eine andere Mini-Aufgabe. Nee. Khajiit ist bereit für alle Störenfriede. Das sind dann ein paar andere, die ich noch suche nebenbei. Das werden wir dann wohl zufällig sehen. Würde ich jetzt mal sagen. Als ob ich die jetzt finde. Es gibt ja mehrere Karawanen, die losgehen. Na dann würde ich sagen, Leute, war's das mit der Folge heute. Heute relativ kurz. Und wahrscheinlich starten wir in der nächsten Folge ein nächstes größeres Projekt. Oder wir machen weiter diese Quests. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Wir werden sehen. Damit wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ciao.